Wir sind vorangekommen. Die Intensität war anstrengend, aber das Ergebnis ist zunächst einmal sehr positiv. Ich bin sehr froh, auch überrascht, dass wir alle vier Handlungsfelder behandeln konnten, die vier Foren behandeln konnten. Wir haben ja keine jetzt Ergebnisse durch die Abstimmungen. Wir haben alle verschiedenen Texte der Foren jetzt wieder in das Forum mit den Änderungswünschen zurückverwiesen nach intensiver Beratung. Und ich bin mit diesem Prozedere sehr zufrieden. Also das Präsidium hat ja mitgeteilt, dass wir eine weitere Vollversammlung zu der nächsten Vollversammlung hinzu im Frühjahr 2023 haben sollten. Und ich denke, dass das auch dann endgültig so beschlossen wird. Ich halte das für notwendig und gut. Wir brauchen Zeit. Das haben die Tage jetzt auch gezeigt. Wir hatten sehr intensive Gespräche in einer insgesamt guten Atmosphäre, aber es gab sehr viel natürlich auch Kontroversen. Ja, ich wünsche mir, dass die gute Atmosphäre so bleibt und dass verschiedene Leute, die manchmal in Kontroversen zueinander stehen, vielleicht noch intensiver einander zuhören, dass wir einander respektieren und dass wir dann in einem Geist der Einmütigkeit trotz aller Kontroversen, die wir haben, dann schlussendlich auch zu guten Beschlüssen kommen.